Der Ökumenische Rat der Kirchen, ÖRK, und der Heilige Stuhl arbeiten zusammen, um den Weltfrieden zu fördern. Der oberste Bischof des Vatikans für interreligiösen Dialog sagt, dies sei der Schlüssel. We are convinced that if we want to change the world, wir sind überzeugt, dass wir, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir unsere Gesellschaften verändern wollen, wenn wir auch unsere Gemeinschaften religiös verändern wollen, müssen wir die Bildung fördern und vorantreiben. In einer Welt, die von Krieg und Krisen befallen ist, ist die Erziehung zum Frieden ein Teil der Lösung. Gewalt ist in den Massenmedien immer sichtbarer und präsenter und schürt Angst und Hass. Es besteht ein Bedarf an Frieden. Diese gemeinsamen ÖRK-Vatikan-Sitzungen in Genf stellten zwei Dokumente vor, die den Weg zum Frieden ebnen sollen. We are very happy for having been invited in the World Council of Churches. Wir freuen uns sehr, dass wir in den Ökumenischen Rat der Kirchen eingeladen wurden, um das Dokument über die Erziehung zum Frieden zu veröffentlichen und gleichzeitig die Dokumente vorzulegen, die am vergangenen 4. Februar von Papst Franziskus und dem Großimam Ahmed Al-Tayeb in Abu Dhabi unterzeichnet wurden. Die Veranstaltung, die Präsentation dieser gemeinsamen Dokumente war sehr wichtig, weil die Inhalte und Vorschläge, die sich insbesondere an Christen richten, um einen neuen Geist der Einheit und einen ökumenischen Ansatz zur Förderung des Friedens in der Welt durch ein Bildungsprogramm und Vorschlag zu schaffen, sehr effektiv waren. For promoting peace in the world through an educational program and proposal has been very effective. Die Teilnehmer untersuchten auch die Ursachen, die zur Störung des Weltfriedens geführt haben. The main objective of our joint document is that we are convinced that if we want to change the world, if we Die Hauptaussage unseres gemeinsamen Dokuments ist, dass wir überzeugt sind, dass wir, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir unsere Gesellschaften verändern wollen, wenn wir auch unsere Gemeinschaften religiös verändern wollen, die Bildung fördern und voranbringen müssen. Erziehung der Erzieher und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, um sich über der Notwendigkeit des Friedens heute in der Welt bewusst zu werden. To be more aware about the necessity of peace today in the world. Blessed are the peacemaker, because they shall inherit the kingdom of God. We are called to be artisans of peace in our lives. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden das Reich Gottes erben. Und deshalb schließen wir uns als Christen auch Hand in Hand mit unseren Mitchristen zusammen und laden Menschen anderer religiöser Traditionen ein, um eine bessere Welt aufzubauen, indem wir den Institutionen, den Menschen, die im Sozialdienst arbeiten, den Behörden vorschlagen, in den Lehrplänen, in den Medien, in der Bildung, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen stets darauf hinzuweisen, dass Frieden immer als Geschenk Gottes an die ganze Menschheit verstanden werden soll. In education, in our relationships, that peace may always prevail as a gift God has given to all humanity. Das Treffen selbst war in gewisser Weise auch die Botschaft, nämlich ein gemeinsames christliches Engagement zur Förderung des Friedens weltweit in Bewegung zu bringen.